Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video für den Kanal. Wir sind immer noch auf unserer Taiwan-Tour. Andreas ist gerade drin, holt sich ein Briefing ab und ja, wir schauen jetzt mal, wo wir sind. Wir sind nämlich auf einer Schildkrötenfarm hier in Taiwan und hier ist alles voll mit Schildkröten, ja. Wie der Name schon sagt, ja. Ich glaube, hier haben wir irgendwelche Babys drin. Genau, da haben wir gesagt gehabt, dass da Albino-Schildkröten drin sind. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da unten ist also Albino-Rotwangenschildkröten sind das. Und da sind auch noch ein paar da normale dazwischen. Und hier oben jetzt zum Beispiel. Und da ja, und wenn wir jetzt mal hier gucken, hier ist komplett alles voll mit Schildkröten. Soll ich dich festhalten? Geht schon. Warte kurz. So, ja. Hier, da hinten. Komplett alles voll mit Rotwangenschildkröten. Die sind eben schon alle geflüchtet vor uns. Wenn die mal da hinten hinschaut, da ist auch alles komplett voll. Also richtig krank. Und ihr seht es vielleicht nicht auf der Kamera, aber hier ragen überall Köpfe aus dem Wasser. Ja, gib mal kurz die Kamera. Ich versuche mal, da ein bisschen ran zu zoomen, dass ihr das auch seht. Da ist alles komplett voll und da hinten auch nochmal. Da gehen wir auch gleich nochmal hin. Ja, und wie gesagt, Andreas ist gerade drin, holt sich ein Briefing ab und wir werden uns gleich mal die komplette Zuchtstation angucken. Wir laufen jetzt nochmal dahinter, würde ich sagen. Ja. Und gucken, was da abgeht. Das machen wir. Klingt nach dem Plan. Hier sieht man jetzt gerade nochmal so eine Albino-Rotwangenschildkröte. Da guckt sie gerade raus. Richtig cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Stressen wir die Tiere nicht. Das ist hier natürlich jetzt Arbeiten unter schweren Bedingungen. Wir müssen hier balancieren. Meine Schuhe sind offen. Und ich fliege hier wahrscheinlich gleich ins Schildkrötenbecken. Ich hab's gerade noch gesagt. Da flüchten sie alle. Run. Hier sind auch Schildkröten. Okay, hier sieht man ziemlich wenig gerade. Da hinten war gerade noch ein schöner Albino, den konnte man schön sehen. Ja, die gehen wir auch gleich schon mal hin. Und Arowana. Arowana? Mhm. Ja, leer. Zwei Stück, zwei schöne. Echt? Ja. Vielleicht so 90. Ja, ah ja, 80. Stimmt, hier schwimmen sie. Da, Arowana. So 80 cm oder so haben die Dinger. Ja. Krass. Da sind auch überall kleine Fische drin, sehe ich gerade. Siehst du es? Da? Ja, ich sehe es. Da sieht man auch überall kleine Fische. Also so wie ich verstanden habe, ist jetzt gerade keine richtige Saison. Deswegen sind ein paar Teiche auch sehr, mehr oder weniger leer. Na, guck mal, da ist eine kleine. Da kommt eine kleine, das ist eine Gelbwangenschildkröte, glaube ich. Guck mal, da oben, die eine gelbe. Da, guck mal. Da ist die Albino. Ah, guck mal, da ist auch noch eine normale. Was ist das? Also ja, hier ist die Albino. Keine Ahnung von Schildkröten, aber... Ah, mir ist jetzt abgetaucht. Die kommen schon gleich wieder hoch. Da kommt sie wieder. Aber ruhig sein. Er sieht schon echt schön aus, gell? Ja. Krass. Dann steckt mal diese Häuser da. Das sind die Zuchtboxen dann. Ja, genau. Das sind auch, wo du die Eier drin ablegen könnt. Ja. Wollen wir uns das mal angucken? Ja, gehen wir rein. Da wird wahrscheinlich Sand drin liegen. Willst du vorgehen? Mit Jimmy? Also hier legen die wohl ihre Eier dann in das Granulat oder in den Sand oder was das ist. Ja. Ja, krass. Kommen sie dann hier hoch und dann... Ja, ich glaube, das Wasser steht noch ein bisschen höher, dann, weißt du? Ja, so wie da drüben. Ja. Das sieht man ja an der Wand, wie das Wasser sonst immer steht. Ja. Ja. So, der Andreas ist jetzt gerade da hinten, die haben das Briefing bekommen. Und ich glaube, wir gehen mal zu ihm und hören uns mal an, was es hier alles so an Infos gibt. Und los geht's. Let's go. So, Andreas hat das Briefing bekommen. Ihr wisst ja aus den anderen Videos, Andreas lässt sich schon mal die Informationen geben und gibt die euch auf Deutsch dann wieder. Und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Wo sind wir denn jetzt hier genau? Genau. Also, wir sind hier bei Shenwei. Das ist eine Schildkrötenfarm. Also hier werden Schildkröten gezüchtet. Und zwar insgesamt 40 Arten. 3 Arten Weichschildkröten, 2 Arten Landschildkröten und 35 circa Wasserschildkröten, die hier züchten. Und
Wir reden hier von 10.000 Zuchttieren im Bestand. Also überlegt euch das mal, 10.000 Zuchttiere im Bestand. Ja, wir können euch allein, auch ein paar Aufnahmen zeigen, aber genau, die verschwinden halt alle. Man sieht halt die Köpfe aus dem Wasser ragen. Das ist schon abartig. Wir sind uns halt nicht gewohnt, das ist halt das Problem. Ja. Auch vorhin bei den Fischen oder generell bei den Fischen, wenn wir irgendwo sind, die kriegen halt auch Schreck, weil die uns nicht kennen. Ja. Aber überlegt mal, 10.000 in einem Teich, wo wir jetzt gleich daneben stehen, der ist bestimmt 20 mal 20 Meter oder sowas. Man sieht nicht alles. Aber wenn ich so viel, sieht man, glaube ich, die Köpfe aus dem Wasser ragen. Und allein hier sind 1.000 Zuchttiere drin von den Rotwangenschildkröten. Ja, verkauft werden die Tiere als Jungtiere. Die sind, wir zeigen euch nachher noch das Bruthaus sozusagen, in dem die Eier gelagert werden. Und die Tiere werden nach dem Schlupf angefüttert und dann als Jungschildkröten verkauft. Und zwar in die USA, nach Asien und Europa. Das sind so die Hauptmärkte für die Firma. Dann hier arbeiten 3 Mitarbeiter, die sich um die Pflege und um das Verpacken der Tiere kümmern. Der Arbeitsalltag der Mitarbeiter ist als erstes mal morgens Eier suchen. Hier sind so Legeräume, kann man schon sagen. Jeden Tag Ostern oder was? Ja. Ich habe auch schon gefragt, ob es mal Omelette gibt, aber es kam nicht gut an. Ja. Dann sind es ja, wie soll ich beschreiben, sind im Endeffekt so Häuschen, in denen ist Sand drin und da gehen die Schildkröten rein und legen ihre Eier in den Sand rein. Und das ist morgens die erste Aufgabe, alle Häuschen nach Eiern absuchen. Dann das Reinigen der Terrarien oder der Außenanlagen eigentlich der Teiche, hauptsächlich. Ja. Genau, der Teiche und Außenanlagen. Und das Kontrollieren der Behälter, ob die Wasserqualität gut ist, ob irgendwo Dreck drin ist, Futterreste etc. pp., das halt rausholen. Das ist so den ihr Arbeitsalltag. Dann habe ich mal gefragt, was die Tiere so fressen. Also die Landschildkröten fressen Kohl, Ananas, Wasserspinat, Bananen, Papaya und, was mich erstaunt hat, Kaktus. Und zwar nicht nur das Fleisch, sondern den ganzen Kaktus mit den Stacheln und allem Pipapo. Okay, also anscheinend funktioniert das, wenn Tiere das fressen können, scheinen da nicht empfindlich zu sein. Dann kommt dann am Ende sowas raus, kennst du bei Mario Kart den Bowser? So ein Schildkröten. Und ja, die Wasserschildkröten fressen Wasserspinat, Trockenfutter, das besteht hauptsächlich aus getrockneten kleinen Fischen. Und das ist eigentlich bei den Wasserschildkröten schon mehr oder weniger alles. Und bei den Weichschildkröten gibt es ein eigens produziertes Weichfutter. Das ist ein bisschen wie Katzenfutter von der Konsistenz her. Und das ist das, was da liegt, oder? Ich bin mir nicht sicher, weil das sind ja nicht die Weichschildkröten. Ach so. Das sieht eher aus wie so Silage oder sowas. Da können wir nochmal nachfragen. Ja. Und ja, das besteht sowohl aus pflanzlichen Produkten als auch aus Fleisch. Also das sind Gemischtfresser, wenn man so will. Dann habe ich gefragt, was sind so die für euch wichtigen Haltungstipps für euch zu Hause? Und da haben die gesagt, also die Temperatur sowohl vom Wasser als auch am Land ist bei vielen Arten wichtig, dass es den Tieren halt nicht zu kalt wird. Also Wasserschildkröten insbesondere brauchen ja auch einen Landteil. Dann muss da halt auch ausreichend Licht sein. Also bei uns eher dann künstliche Beleuchtung. Hier reicht natürlich das Sonnenlicht. Und wir sehen auch jetzt in den Becken, wenn wir nicht daherlaufen, dann hängen die alle da, wo Licht ist und wo Sonne ist. Und wenn du halt kommst, dann springen sie halt ins Wasser und versuchen halt abzuhauen. Aber es sind schon Sonnenanbeter, die Schildkröten. Dann mäßig füttern, damit die Wasserqualität nicht kippt und man nicht zu viel Wasserwechsel machen muss. Das war auch noch ein Tipp. Dann haben wir mal gefragt, wie viele Schildkröten produzieren die hier im Jahr? Und das sind unglaubliche 100.000 Stück. Also nochmal zur Erinnerung, was ja eh schon heftig ist. Circa 10.000 Zuchttiere machen circa 100.000 junge Schildkröten im Jahr. Also da ist ganz schön was geboten an Jungtieren. Ja. Dann haben wir noch gefragt, was Sie sonst noch so empfehlen können für die Hälterung zu Hause. Sie sagen halt, Platz ist halt wichtig, also dass Tiere ausreichend große Gehege haben. Und ja, wie gesagt, Sonne, das können wir denen ja bei uns nur im Sommer bieten, dass man die vielleicht raussetzt, wenn man das ausbruchssicher gestalten kann oder halt drinnen dann mit künstlicher Beleuchtung. Die Firma ist jetzt circa 10 Jahre am Markt, das konnten wir noch in Erfahrung bringen. Und ich habe gefragt, was denen ihre nächsten Ideen und Herausforderungen sind. Und sie haben halt gesagt, dass sie gerne einerseits neue Arten kreieren wollen. Wir haben schon gesehen, es gibt von der Rotwangenschildkröte in Albino, ja. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Das wollen sie halt machen, dass sie praktisch neue Farbformen aus den bestehenden Tieren kreieren sozusagen oder also da stabil hinbekommen in Zuchtlinien und halt, wenn es geht, neue Arten finden. Aber das wird natürlich zunehmend schwierig, vor allen Dingen, wenn du schon mal 40 Arten Schildkröten insgesamt hast, hast du ja auch schon relativ viel, ja. So ganz sehr viel
neue Arten gibt es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr, die man vor allen Dingen auch dann irgendwo nachzüchten kann. Ja, und ansonsten hätte ich jetzt mal gesagt, Sascha zeigt euch hauptsächlich mal Eindrücke in ein paar Bildern oder genau. Ein paar Videos, wo ihr was sehen könnt. Ja, und der Wasserfilm ist hier ein bisschen schlecht, weil das Wasser ist relativ extrem trüb. Ja, da sieht man gar nichts. Nee, aber ich werde euch jetzt ein paar Aufnahmen noch machen. Aber wir gehen noch mal kurz in den Brutraum, würde ich sagen, oder? Genau, auf jeden Fall, ja. Oder wollen wir erstmal hier eine Runde laufen? Nee, wir gehen erstmal in den Brutraum, der ist näher. Da ist schön warm drin. Ja, also es ist eh schon warm. Ich schätze mal, es sind 28 Grad, wenn es reicht. Und der Brutraum hat dann noch mal wahrscheinlich 30 oder sowas. So, das hier ist der Brutraum. Genau. Ich hoffe, dass die Kamera nicht beschlägt. So, hier haben wir jetzt die Eier von einer Spornschildkröte, glaube ich, war das, wurde mir gerade gesagt. Und die Markierungen sind drauf, weil wenn die gelegt werden, müssen die so liegen bleiben. Weil wenn die dann nämlich gedreht werden würden, würden die Schildkrötenbabys da drinnen ersticken, weil da irgendwie eine Luftblase, glaube ich, drin ist und das halt nicht mehr bewegt werden darf. So, dann haben wir hier Jungtiere. Ich habe jetzt den Namen nicht richtig verstanden. Wir lassen uns den nochmal geben. Den seht ihr jetzt hier eingeblendet. Die sind 3 Tage alt, also frisch geschlüpft. Noch mini klein, mal im Vergleich zur Hand. Hier, Finger groß. Und hier ist dann auch nochmal alles voll mit Eiern. Von Land- und Wasserschildkröten. So, wir gehen jetzt erstmal wieder hier raus. Es ist ultra warm hier drin. Also es ist generell eh schon warm hier. Und jetzt da drinnen nochmal. Hui. So, komm, dann laufen wir mal zu den Teichen hinter. So, zuerst haben wir die Rotwangenschildkröten. Die habt ihr ja schon kurz gesehen bei der Einleitung. Das sind die hier. Die haben wir hier. Wir müssen mal ganz langsam laufen. Ich versuche mal ranzusuchen, weil sobald wir da oben drauf gehen, ist das Problem, dass die alle halt runterspringen und sich im Wasser verstecken. Ich versuche mal ranzusuchen und hoffe, dass ihr da was seht. Ich kann nachher mal versuchen, mit der Drohne drüber zu fliegen. Vielleicht kriege ich da ein bisschen bessere Aufnahmen hin. Und wenn ihr jetzt da so rechts guckt, das ist das Häuschen, was ich meinte, zum Ableichen. Ja, da ist wie so eine Leiter oder eine Rampe, dass Tiere da hochklettern können. Genau. Und dann haben die dahinter Sand. Versuchen wir hier gerade reinzufilmen. Da legen die dann ihre Eier drin ab.
Hier ist das Futter. Da chillen sie. So, hier ist nochmal so eine Zuchtbox, so eine, so ein Sandkasten zum Eierlegen. Weißt du, was das für ein Sand ist? Der sieht nee, nicht, da kann man mal fragen. Scheint so Lava. Aber ich habe den gleichen Sand in dem Kieswerk gesehen, an dem wir vorbeigefahren sind. Das könnte Sand aus der Region sein. Ah, okay. Der war auch so schwarz. Warte mal, jetzt will ich mal gucken. Schaut mal auf die Wasseroberfläche. Okay, jetzt tauchen sie wahrscheinlich schon wieder alle ab, aber schaut mal auf die Wasseroberfläche, da ist alles voll mit Köpfen. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Das ist diese einheimische Art, diese chinesische Streifenschildkröte, glaube ich, war es. Okay. Es ist nicht mal sehr tief hier. Ich glaube, das ist ein Meter oder 1,50 Meter oder sowas, ne? Tiefer wird es nicht sein. Ich traue mir da gar nichts zu sagen. Das ist so trüb. Ja, da drüben, also aktuell ist, glaube ich, gar keine Saison so richtig, gell? Genau, die Saison für die eigentliche Eierlegephase kommt erst im März, April. Ja, also sind wir ein bisschen zu früh. Ja. Oder ist zu spät. Je nachdem. So, hier sind dann die Albino-Rotwangenschildkröten. Zwei Stück, ist wahrscheinlich das Zuchtpaar. Da vorne haben wir dann noch mal Junge, haben wir gesehen. Kann ich das noch mal gerade einblenden? Ja. Richtig schöne Tiere. Habe ich, wie gesagt, auch noch nie so gesehen. Die haben so ein Mönchsystem, kannst du mal sagen, wie bei uns in Deutschland an den Produktionsteichen für die Speisefische. Was ist das genau? Genau, es ist ein Überlauf, der dafür sorgt, dass du die Tiere nicht mit absaugst und den Wasserstand in den Becken kontinuierlich halten kannst. Ah, okay. Also du hast praktisch ein System von sozusagen kommunizierenden Röhren. Du hast einmal den Überlauf, von mir aus rechts. Mhm. Dann hast du den Wasserstandsanzeiger und Notüberlauf. Und das Wasser geht praktisch vom Teich in den Mönch und nicht direkt in den Abfluss. Weil wenn es direkt in den Abfluss gehen würde, wäre die Schildkröte oder der Fisch weg. Und somit sorgt man dafür, dass die Tiere drin bleiben. Ich vermute mal, so wie das jetzt hier aussieht, die machen hier wirklich nur Wasserwechsel. Also die machen hier irgendwo einen Schieber auf oder so, machen Wasserwechsel, füllen auf und lassen das nicht so permanent überlaufen, wie wir das jetzt bei den Fischen viel gesehen haben. Also bei den Fischen lassen die ja permanent Wasser laufen. Und hier sieht es so aus, als wenn sie wirklich nur manuell Wasserwechsel machen. Oder vielleicht beides. Jetzt ist gerade Trockenzeit, vielleicht haben sie gerade nicht so viel Wasser. Und dass sie dann praktisch in der Regenzeit so eine Art Überlaufsystem haben. Hier ist die Albino-Rotwangenschildkröte nochmal. Da kommt sie gerade auf uns zu. Jetzt willst du doch ins Video, ne? Die sieht echt cool aus. Ja. Die sind zutraulich, ja. Ja. Im Gegensatz zu den anderen. Ja. Ah, hier ist nochmal das Außengehege für Landschildkröten. Jetzt wäre ich fast ins Wasser gefallen. Das wäre es jetzt gewesen. Am zweiten Tag Kamera abgesoffen. Nee, hier ist das Außengehege für die Landschildkröten. Da sind aber momentan, glaube ich, auch keine da, gell? Ich meine, sie hat gesagt, dass die wiederum irgendwo noch mal außerhalb untergebracht sind im Moment. Aus so einer Art, ich sag jetzt mal, Sommergehege oder so. Also, ja, also wir kommen leider jetzt nur an diese eine Station her. Wir haben noch andere Termine. Deswegen können wir euch nur die Zuchtstation jetzt hier zeigen, weil die auf dem Weg gelegen hat. Ich hoffe, das reicht euch, aber ich denke mal schon. Und ja. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sind wir hier eigentlich schon mal durch jetzt. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Aufnahmen von hier. Ich versuche noch mal ein paar Schildkröten, ohne dass sie alle abhauen, abzulichten. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schaut euch die anderen Videos noch an von der Taiwan-Reihe und gebt mir mal Feedback in den Kommentaren. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.